Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth. So, wir sind hier in unserer Höhle gewesen, haben hier ein paar Sachen gesucht. Und ich wollte gerne mal nach einem richtigen Standort für eine Hütte suchen. Und mir schwebt da auch schon was vor. Ich habe da allerdings jetzt nochmal nachgedacht. Hier so in der direkten Umgebung, da wo ich gebaut hatte, da ist nicht so viel zu holen. Vielleicht muss ich das nochmal überdenken, aber ich laufe da gerade erstmal hin. Da haben wir doch was zu essen. Ja, ja. Hat mich zwar erwischt, aber ein fester Stoß reicht wohl. Oh. Doch, das gibt's ja auch nicht. Guckt der da gerade um die Ecke oder was? Also, in meinem Testspiel habe ich nämlich hier diesen Ort entdeckt. Quakt die Katze wieder. Ich habe gar keine Bandagen mehr. So, und hier ist nämlich so ein Steinsteg, sag ich jetzt mal. Und eine Angelstelle. Ich habe ja mir diesmal die Angel mitgenommen, weil ich das mal testen wollte. Also jetzt habe ich die nicht mit, aber aus dem Schiff habe ich die mitgenommen. Und ich habe nämlich in dem anderen Spiel hier neben diesem Felsen gebaut. Und hier ist ein... Also hier sind erstmal ein paar Palmen. Und da hinten ist nämlich eine Verbindung durch die Felsen durch. Hier zu diesem Ganzen. Und hier... Warte mal, ich muss mal irgendwas... trinken, beziehungsweise Datteln ernten kann ich auch mal. Hier sind Kokosnüsse. Nehmen wir erstmal die. Warum habe ich kein geeignetes Werkzeug? Was ist denn hier schon wieder? Habe ich mein Messer vergessen oder war es kaputt? Ha. Huh. Der hier, den brauche ich dafür. Ja. Genau. Ich trinke ja was. Ist ja gut. So, und ich hatte auch mich schon auf den Weg zu der Bucht gemacht in dem anderen Spiel und habe den Aufstieg auf den Berg sozusagen da hinten gemacht. Halt auch nicht. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwo schönere Stellen. Ich fand das jetzt mit dem Angelplatz so praktisch. Könnte natürlich auch hier eine kleine Hütte einfach hinsetzen mit dem Nötigsten. Quasi, wenn man hier angeln will. Dass man hier auch eine ein Bett und eine Feuerstelle und sowas hat. Und dann doch für... Also, Moment. Für
die richtige Hütte irgendwie was nimmt, wo mehr drumrum ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist halt alles Mögliche, ne? In Reichweite. Ja, schwierig. Und es ist ja vor allem auch nur ein kleiner Teil. Also, hier sind ja noch mehr Karten. Schwierig, schwierig. Finde ich das. Naja, also, jetzt muss ich mir auf jeden Fall mal hier was hinbauen. Wieso habe ich eigentlich nicht die ganzen Lianen mitgenommen? Oder habe ich die alle schon verbastelt? Nee. Ich bin gerade unschlüssig, was ich hier mache. Den Hammer habe ich ja schon, ne? Irgendwo. Da. Ach, das habe ich noch nicht. Okay, dann kann ich jetzt hier sowieso noch nicht anfangen zu bauen. Dann kann ich hier höchstens ein provisorisches Bett hinbauen. Ah, jetzt weiß ich, was ich hier mache. Lange. Nee, ich habe jetzt sowieso nicht das Wichtige mit. Sehe schon. Ich sehe schon, da ist die quakende Katze wieder. So, dann bauen wir mal hier oben schön auf den Felsen. Gesessen. Ein Bett. Dann können wir nämlich dann nachher noch eine Überdachung drüber bauen. Oder kann man hier so eine Hütte aus... Nee, das habe ich alles nicht da. Das habe ich auch nicht da. Das habe ich da. So. Siehst du? Da fängt er auch schon an zu gähnen. Jetzt würde ich ja gerne, solange das Wetter noch gut ist, hier auch noch mal eben ein Feuerchen machen. Das kriegen wir hin mit den Steinen. Wir haben ja einen dicken Stein. Kriege ich denn jetzt das Feuer noch an? Ach, ich habe keinen Zunder. Nee, da muss ich doch mal eben schlafen. Aber doch nicht 10 Stunden. Oder doch? Oh doch. Scheinbar doch. Gut, dass es nicht geregnet hat. Komme ich nicht hoch. Verflixt, verflixt. So, jetzt haben wir nämlich hier gelbe Blätter als Zunder. Ich will nämlich die braten. Davon haben wir nichts, davon haben wir auch nichts. Nee, dafür haben wir auch nichts. Die könnte ich nochmal machen. So, jetzt habe ich hier ja nicht so viel zu sehen. Ich mache hier jetzt aber, glaube ich, trotzdem mal eben eine Kartografierung. Ja, weil hier habe ich ja noch nichts. Aktuelle Höhe 11, ja, ist nicht so viel. Aber hier, ach, guck mal, wenn das Bett da ist und ich die Kartografierung mache, dann sieht man die Dattelpalme, ja. So, dann essen wir mal unsere Leckereien. Und die können wir auch mal essen.
Lecker. Lecker. Lecker, lecker. Haps, haps, haps. So, das lassen wir hier so. Später können wir hier noch ein Dach drauf bauen, wenn wir Bock haben. Dann gehe ich jetzt. Wo gehe ich jetzt hin? Wo gehe ich jetzt hin? Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe mal hier durch. Oder gehe ich jetzt doch dazu der Bucht? Nee, ich gehe mal erstmal zu der Bucht. Ja, die nehmen wir noch mit. Das schadet nicht. Die lassen wir noch mal da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da hinten nicht doch auch noch irgendwo eine Angelstelle war. Und ich werde mir, glaube ich, auch zwischendurch überall Betten bauen. Und schon mal Feuer vorbereiten und so. Sonst kann das manchmal ganz schön schwierig werden, habe ich festgestellt. So, hier sind auch noch voll besetzte Palmen. Die lassen wir mal so. Ich sammle jetzt nur auf, was rumliegt. Da hinten, da ist was Besonderes, genau. So, und jetzt ist nämlich so, dass hier geht so ein Weg hoch. Da oben ist auch noch Bambus, sieht man sogar von hier unten. Den kann man auch gut gebrauchen, aber den kann man vielleicht dann auch mal mit einem leeren Inventar holen. Und da muss ich gleich mal gucken, ob da auch noch eine Angelstelle ist. Ach nee, das ist irgendwas anderes, glaube ich. Na, gleich bin ich doch überladen. Siehst du? So, warte, was können wir machen? Auf jeden Fall können wir einmal oder bauen wir hier auch mal ein Bett hin. Ich muss mal was essen und trinken. Einmal das. Einmal das. Na, hier liegen ja auch noch. Ich lass mal kurz die Steine hier liegen. Die sind so schwer. Teil der Karte der Einheimischen habe ich hier gefunden.
hier sind Schädel, Schädel, Schädel. Nee, aha, und da. Oh, oh Gott. Oh! Da ist ja auch was im Wasser, das habe ich gar nicht gesehen letztes Mal. Da muss ich ja mal eben hin. Und da hinten liegt bestimmt noch ein Knochen auf dem Felsen. Jetzt habe ich keine Harpune. Aber sah ja gut aus, ne? Sah nicht aus, als wären da Haie. Ich habe noch keinen Hai gesehen. Ich habe nur bei der Beschreibung der... was heißt Harpune? Ist das überhaupt richtig? Bei der Einwaffe habe ich gesehen, dass die Schaden an Haien macht. Ach, guck. Oh. Meine Ausdauer. Ach. Okay, man scheint Ausdauer nur im Stehen zu regenerieren. Puh. Das ist ja unangenehm. Stecken den Dings. Das ist okay, dann muss ich hier mal. Okay, wieso habe ich denn jetzt. Ach, ich bin eben gesprintet. Ich glaube deshalb. Ja, schön sprinten und dann ins Wasser. Mhm. Macht man ja so. Habe ich in Daok. Ach, in Daok. Wie komme ich denn jetzt auf Daok? In Valheim gelernt. Witzig. Ich habe heute einen Nick mit Daok gelesen, deswegen wahrscheinlich. So, wie ist das jetzt hier? Kann ich jetzt hier wieder hochkrabbeln? Du liebe Zeit. Schön sprinten. Immer schön sprinten. So, was habe ich jetzt hier für einen Trank gefunden? Wasser des Lebens. Das ist Schlangentrank. Aha, das ist ein Schlangentrank. Stärke der Schlange. Einheimische Medizin. Stoppt vorübergehend den Verbrauch von Lebensmitteln, Wasser und Energie. Ah. Nass, na sowas. Oh. Eukalyptussamen. Alte Zeichnung. Ah ja. Hier erfahren wir sicherlich, was da mit denen passiert ist. Lied von der Bestrafung der Beschenkten. Als der Tod die Letzten der Höchsten geholt hatte, endete die große Jagd. Aber die Familien und die Angehörigen der Höchsten, denen Langlebigkeit geschenkt wurde, erwartete ein noch schlimmeres Schicksal als der Tod im Kampf. Am Tag nach dem Ende der Jagd wurden alle Beschenkten zu einer hohen Klippe über dem tiefen Meer auf der Insel der Vögel gebracht. Einer nach dem anderen wurden die Beschenkten zu einer Klippe geführt und ihnen wurde das Gift des Sumpffrosches verabreicht, das sie bewegungsunfähig machte. Und diejenigen, die es einnahmen, wurden gelähmt, auf den Grund des Meeres geworfen, wo sie ertranken. Am Ende dieses Tages gab es keine Beschenkten mehr. Ihre Knochen ruhen auf dem Grund des Meeres. Die Rasse der Unsterblichen war für immer vernichtet und nur Sterbliche, die letztlich an Krankheit verendeten, blieben auf den Inseln zurück. Aha, das haben wir wahrscheinlich da gesehen. Eieieiei. Da geht's direkt wieder los mit dem Geschrei. Ich hatte nämlich gerade kurz pausiert. So, also, hier haben wir
den Trank gefunden. Muss ich mal eben gucken. Na, hier haben wir natürlich jetzt quasi nix. Vielleicht gehe ich doch mal da hoch und kartografiere. Ich bin nämlich auch schon ein bisschen überladen. Fragen über Fragen. Oder ich gehe da hinten doch zu der Bucht. Ich bin unentschlossen. Warte mal, wann wird es dunkel? Ja. Die kann ich nun nicht mehr alle mitnehmen. Ja, wahrscheinlich macht das Sinn, wenn ich mir hier so Tagesreisen in Tagesreisenabständen Betten hinstelle. Athletik. Guckt man hier ganz nach oben. Das ist aber auch nicht hoch genug, ne? Um hier mal was Vernünftiges zu kartografieren. Dann müsste man schon da hoch und da sind wieder die Vögel. Also da würde man auch hochkommen. Die fiesen Harpien. Also hier sind ja schon mal ein paar mehr Palmen. Ich will mal eben zu der Stelle gehen, wo das Fernglas liegt. Mal eben ist gut. Und mich da umgucken, ob es da auch ganz gut zum Bauen wäre. Ist hier eine Angelstelle? Tatsächlich. Ja. Hätte doch mal die Angel mitnehmen sollen. Hätte ich das schon mal ausprobieren können. Oh oh, ich bin immer noch nass. Mist. Okay, auf die Angelstelle kann ich scheinbar nicht bauen.
Auf den Arm wolltest du gerade nicht. Ich überlege, ob ich da unter den Vorsprung gehen kann. Geh weg. Es beißt mich gleich eine Schlange oder sowas. Hier vielleicht wenigstens vor Regen geschützt. Das wäre ja mal nicht schlecht. Mal sehen. Ah, hier ist wahrscheinlich zu schräg. Wind, kein Regen, keine Sonne. Was ist denn da los, Maus? Bist du jetzt doch offen? Muss ich mal kurz pausieren. Jetzt sitzt sie doch hinterm Stuhl. Okay. Ja, süßte. Das kennt er ja schon. Kaum sitzt die Katze auf dem Schoß, ist hier Ruhe. Ne? So, jetzt muss ich nur noch hier einen Ort fürs Bett finden. Ich glaube, ich muss hier mal Licht haben. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ist ja schade. Ich hätte so gerne was etwas Geschützteres, nicht immer so auf dem Präsentierteller. Kommt wahrscheinlich hier so eine Harpie. Hier sind schon mal Steine. Toll. Oh. Oh, hier ist das Nest. Gut reagiert. Super schon. Na gut. Das ist wieder ein Baum, wo man kartografieren kann. Bei der
meine Ecke da. Ah, ja. Ich weiß, wo ich schlafen kann. Kartografieren können wir sowieso nur bei Tageslicht. Und da oben ist nämlich so ein... Genau. So eine Ruine. Und da kann man geschützt schlafen. Da sind allerdings ganz schön viele Harpien. Und Füchse. Okay, hier müssen wir uns mal bei Tageslicht genauer umgucken. Die Schlange bewacht den Stock. Ziemlich verheilbar. Das ist ja, das ist mir noch nie passiert. Okay. Oh. Weil ich die Blätter genommen habe. Bin ich jetzt, warte mal, das ist gegen Magenschmerzen, das ist gegen Grippe und triefende Nase. Okay. Das nehmen wir schon mal, dann schleichen wir uns hier rein. Bauen hier ein Bett. Nee. Falsche Taste. Da riecht es nicht. Achso, das sieht man hier hinten rechts. Keine Schädlinge. Platzieren. Zack, da regnet's. Ja, dann legen wir uns doch mal hin. Ne? Achso, Fackel aus. Da können wir mal ein bisschen länger schlafen. Ja, so ein bisschen... Tier jagt mich. Kann ja wohl nicht sein. Das ist bestimmt die Harpie. So, Katze wieder weg. 10 Stunden wollen wir schlafen. Okay. Regnet immer noch, geliebte Zeit. So, hier wollen wir dann auch mal direkt ein Feuer machen. Das bietet sich ja an. Oh, wieso drücke ich denn jetzt immer die falsche Taste? R-Taste. Oh ja, jetzt kann ich ja... Sind alle gerade weggeschmissen eigentlich? Einen habe ich noch. Okay. So, habe ich noch was zum Braten? Oh, die sind ja lange haltbar. Das ist gut. Nee, habe ich gar nicht. Okay. Okay, Liane ist auf jeden Fall sehr gut. Salbeisamen sind auch gut. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Wandschnitzerei. Okay, da fehlen 5 Teile. Ach, 1.
Nee, das ist... Ist das jetzt hier das... Ah. Teil 2 habe ich reingetan. Und das scheint nicht das andere zu sein. Obsidian. Okay. Harz. Oh, Fischgräten. Ach hier. Guck. Na, die werden doch hier bestimmt alle in der Umgebung liegen, die Teile, oder? So, wir nehmen mal den Schlangenschwanz. Ach, da vorne, guck mal. Oh, das ist noch eine Schlange. Diesmal, wie sehe ich denn eigentlich aus? Diesmal war nichts im Weg. Teil 5. Was ist das? Hab ich mich erschrocken. Du liebe Zeit. Was war das Leben? Ah. Meine Güte. Der hat euch auch erschrocken. Was, komm her. Mann, Mann, Mann. Von hier könnte ich vielleicht mal kartografieren. Soll bloß da, gerne was. Los, komm her. Jetzt nicht mehr oder was? Versteck mich hier. Ich versuche das mal, wenn das hier so geht. Höhe 40, 119 Meter, okay. Ah, ich werde gejagt, okay. Komm her, du Vogel! Da unten muss ich gleich auch nochmal genauer gucken. Komm! Hallo? Jetzt umdrehen und komm her. Hallo, hier bin ich. Was ist das? Komm jetzt her. Sonst klaue ich gleich deine Eier. Wo ist überhaupt dein Nest? Muss ja hier irgendwo sein. Jetzt, 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 jetzt. Komm nochmal her. Die Schulter nehmen. Okay. Huch. Bringen wir mal eben rein. Kann ich hier auch reingehen? Hm.
Ist hier endlich Ruhe. Hier. Alles auswählen. 21 Minuten. Ei, Feder. Eine Feder. Trophäe. Und Großfleisch. Okay. Gerade gibt es noch Harpienfleisch. Wie schön. Achso, warte mal, vielleicht. Wie spät ist es? Es ist schon gleich wieder Abend. Nee, ich muss jetzt erst kartografieren, sonst. Wieso liegt da verdorbenes Essen? So. Aha, die habe ich. Ah, ja, ja, ja. Okay. Da hinten ist irgendwas Besonderes. Dann leuchtet es. Glänzt es. Na gut. Jetzt wird erstmal gekocht. Ah, ich habe hier auch noch, glaube ich, eine Platte gefunden oder zwei. Zwei. Eins und vier fehlt noch. So, dann wollen wir mal entzünden. 2 Stunden. Ein bisschen länger. So. Ein Stück gebratenes Fleisch braucht 20 Minuten. Okay. Ich habe nur ein Ei. Das ist natürlich jetzt tragisch. Eine Bandage habe ich, glaube ich, nicht mehr. Und es pieselt schon wieder. So, dann essen wir doch mal. 21, das ist gut. Kann ich das eigentlich? Kann ich auch so essen. Schon zur Verdauungsstörung. Naja. Wo ist vergammelt? Ach nee, 6 Tage, das hält ja ein bisschen. Ja, getrocknete Datteln kann ich noch nicht, aber hier, das kann ich noch mal eben machen. Was trinken. Das sieht gut aus. So, jetzt habe ich noch Muscheln. Kann ich auch mal 2 essen. Muscheln essen. Kann als dekoratives Element im Haus verwendet werden. Yay! So, ich würde sagen, bei dem Schiedwetter beenden wir mal die Folge. Und ich glaube, da hinten liegt das Fernglas in der Nähe. Das holen wir uns in der nächsten Folge und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer um bei Tageslicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!